4 oder einmal GTA 4 und einmal Need for Speed oder. Deswegen würde ich gerne mal von euch wissen wollen, was euch lieber wäre. Ob ihr mich jetzt so gut findet, ob ich jetzt ein paar mehr Parts machen könnte und ob ihr euch das denn auch anschauen würdet. Oh! Oder eher immer so ein Part pro Tag. Das würde mich gerne mal interessieren. In der Woche, also in den Ferien, jetzt sind ja bald Sommerferien, 3 Wochen bei mir noch oder 2 Wochen nur noch. Dann sind bei uns, bei mir hier Sommerferien. Und dann kann ich sowieso mehr hochladen. Und ich weiß, viele von euch haben keine Sommerferien. Und deswegen könnte ich halt mehr hochladen. Bloß wenn ihr keine Ferien habt, könnt ihr euch nicht so viel ansehen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Bloß da werde ich wahrscheinlich eh noch GTA 4 haben, war denn in 3 Wochen. Werde ich höchstwahrscheinlich schon, in 2 Wochen werde ich höchstwahrscheinlich den Run schon fertig haben. Aber so weit ist das nicht mehr. Warum fährt das eigentlich so? Fährt die Karre jetzt eigentlich so langsam? Der Controller ist noch an. Sehr, sehr merkwürdig. Und ihr merkt schon, dass ich bei The Run ab und zu so, also so ein bisschen aufs Spiel eingehe und auch so auf Neuigkeiten, News und so. Das ist beabsichtigt, das kann man ja beim Rennspiel gerne mal also machen, weil beim Rennspiel weiß man ja auch nicht immer so, was man so kommentieren soll. Und deswegen rede ich dann mal über Themen wie zum Beispiel über die Projekte, über den Kanal, über YouTube, über Neuigkeiten. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Müsste jetzt nochmal zurückspulen. Auf irgendwie 10 Sekunden später, was war das denn da? Muss ich mir auch noch meine Aufnahme angucken. Das sah sehr merkwürdig aus. So. Wie gesagt, was ihr da in die Kommentare schreiben sollt, das ist jetzt nicht so gedacht, als ich jetzt so kommentargeil bin oder aufrufgeil oder sowas, sondern einfach nur, weil ich auch die Community bisschen mit ein bisschen mit einbeziehen möchte, weil ich das früher überhaupt nicht getan habe, wo ich noch Battlefield Bad Company 2 hatte und so weiter. Das will ich jetzt natürlich ändern. Ich will meine Videos ja auch professioneller machen. Und früher waren sie überhaupt nicht professionell, zum Beispiel Battlefield Bad Company 2, was ich übrigens sehr, sehr spaßig fand. Nicht runternehmen, weil das einfach so Erinnerungen sind, wo ich angefangen habe mit meiner Let's Plays, wo ich dann nur knapp 2 Abonnenten hatte oder so. Und ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich so weit gekommen bin, so viele Abonnenten zu haben. Bei 221 sind es mittlerweile. Oh geil, ja genau, jetzt kommt Calvin Garrett. Und den Mercedes haben wir, glaube ich, auch, ne? Oder ist jetzt irgendwie was falsch? Ich weiß es gar nicht. So. Ist der Abstand zu groß? Sind wir erledigt? So, fliegender Start. Dann werden wir den Calvin hier mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und da war eine Tankstelle. Ah, egal. Werden wir den Calvin hier mal mit seinem Benson, mit seinem Daimler hier zeigen, wo es lang geht. So, tschüss. Oh scheiße, die Abkürzung. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt nicht so super abkürzungsmäßig ist. Werden wir mal gucken. Ne, die war überhaupt nicht gut für ihn. So, wir nehmen jetzt auch mal hier eine Abkürzung. Die war jetzt super. Das war eine gute Abkürzung. Und, ja. Und es gewittert hier auch ganz schön. Also jetzt noch ums... Ah, fuck.
Ich meine, shit. Ich meine, verdammt. Um uns jetzt mal hier irgendwie auszudrücken. Und nicht so in unsere Jugendsprache und so. Apropos Jugendsprache. Ist euch mal aufgefallen, dass die Jugend von heute, wo ich zugehöre, du vom Bildschirm zugehörst, vom iPhone zugehörst, oder auch je nachdem, mit was du es guckst, Tablet, PC, ich weiß es ja nicht, dass die Jugend, also die Jugendsprache von heute extremst scheiße ist. Nee, dass man immer so eine Wörter wie Scheiße, Fuck, Fick dich und sonst alles sagt. Und früher hat man das halt, glaube ich, nicht gesagt. Achso, kann man auch zurückgucken. Was kann man hier machen? Ah. Yes. Ich fahre jetzt mal das Rennen hier so zu Ende. Boah, 12 Sekunden vorne, das ist ja mal heftig. Um nochmal auf das Thema Jugendsprache zu kommen, dass man das früher eigentlich nicht gesagt hat. Zumindest kann ich es mir nicht denken, dass man sowas schon früher so gesagt hat, zumindest so richtig beschimpfend. Und ja, heutzutage ist das ja auch schon so, dass man jetzt, wenn jetzt irgendwie so eine Jugendlichen so 3, 4 kommen, dir entgegen, dass man eigentlich schon verpflichtet ist, auf die andere Straßenseite zu kommen, so dass man dann nicht sofort eine aufs Maul von denen bekommt. Etappe 6 beendet. Ja, wir reden gleich noch ein bisschen über das Thema weiter. So, jetzt kommt die Etappe 7. Nächste Etappe starten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Zum Beispiel Nice oder LOL oder WTF und sowas gab es ja auch noch nicht. Fahrt nach... Was stand da? Verdammt. San Francisco. Jo. Ich glaube, jetzt kommt keine Sequenz von der Story oder so. Boah, die wird am Ende sehr, sehr, sehr nah an, also sehr, sehr angetrieben. Weil früher hat man noch nicht so Wörter genannt wie LOL oder WTF oder What the fuck oder sowas, weil früher wurde das einfach nicht verwendet, das ist voll komisch. Und früher hat man dann gesagt, halt's Maul, hat man glaube ich vielleicht schon gesagt, oder Arschloch, aber WTF, LOL, Fail und sowas, alles so die englischen Wörter sind jetzt hier schon im Jugendsprachgebrauch angekommen. Ich sag eigentlich auch sehr, sehr selten, also eigentlich so wie gar nicht, irgendwie so Wörter wie LOL. Ich sag mal nice, sage ich öfter mal, aber LOL benutze ich das Wort, das hat einfach keinen Sinn, das sage ich einfach überhaupt nicht. Hat einfach den Sinn, weil das Wort keinen Sinn hat. Deswegen sage ich das auch nicht. Fail und sowas sage ich vielleicht mal in so Let's Plays oder so. Das ist ja jetzt mal gefailed oder so. Aber, da war eine Abkürzung. Scheiße. Aber ich sag das jetzt nicht so in der... Also im Real Life sage ich das nicht. Weil, wenn ich jetzt jemand irgendwie so... Und dann kommt und sage ich so, LOL... und sowas oder Fail. Das hat einfach überhaupt keinen Sinn. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber haltet. Weil das sind halt so Themen, die interessieren mich einfach, wie ihr das denkt. Und deswegen würde es mich sehr, mal sehr freuen, wenn ihr das mal über so eine Themen was über die, in die Kommentare schreibt. Au, 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 au. Ach, Kacke. Au, Abkürzung, scheiße. So, an der nächsten Tankstelle werde ich dann mal den Wagen wechseln. So, jetzt habe ich den R8 schon 2 Parts gefahren. Und den R8 werden wir höchstwahrscheinlich, also den werden wir höchstwahrscheinlich vielleicht nochmal fahren. Oder vielleicht nehme ich auch einen anderen, ich guck mal. So.
sehe eine Abkürzung auf der Karte. Wow. Sehr, sehr unschlau war, höchstwahrscheinlich. Ja. Alter, ich kann nicht mehr lenken. So. Oh Mann. Seht ihr das auch? Ich sehe das Ziel. Und wir haben es geschafft. Yes, beendet. Unser Audi sieht natürlich wieder super schlecht aus. Wir sind jetzt in Run-Position 62. Wir treiben die Story voran. Das glaubt man hier gar nicht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, das Let's Play werde ich schon in 17 Parts oder in 13 Parts beenden können, wenn wir so weitermachen, weil im Moment gibt es keine Aussetzer, wo ich total schlecht fahre. Das ist im Moment nicht der Fall. Und die Challenges werde ich irgendwann mal neu let's playen. Das heißt jetzt erstmal danach, wenn keine Challenges kommen oder der Multiplayer, sondern werde ich dann erstmal auf GTA 4 mich drauf fixieren. Und dann werde ich irgendwann noch die Challenges extra nachreichen für euch. Je nachdem, ob ihr das Let's Play noch weiter haben wollt oder nicht. Und ja, gut. Wir müssen wieder 8 Positionen gut machen. So, gleich fahre ich mal in die nächste Tankstelle ran. Obwohl ich mit dem Audi sehr, sehr gut klarkomme. Super gut sogar. Also schon mal danke für die Empfehlung, ach Mann, was ist denn das für ein Name? Naja, ich bin nicht gut in Namen merken. Wenn man vielleicht merkt. So, gehen wir hier mal geil Stoff hier. Verdammt. Voll die Abkürzung übersehen. So. Tankstelle, ich sehe sie schon. Hab sie schon gehört. Super Standbild. Ja, jetzt rasen die alle vorbei da bei uns schon. Gut, den Audi haben wir. Was gibt's denn hier? Gibt's hier nicht einen Benson? Ne, einen Ford Mustang gibt's noch. Einen Porsche. Lambo hatten wir schon. Audi haben wir jetzt schon einen. Ich schätze mal, wir nehmen jetzt mal den Aston Martin. Anspruchsvoll. Na, das ist mir egal. Jetzt ist mir einfach mal Juke. Ich nehme den mal ein schönes Giftgrün. Sieht auch nett aus. Boah, jetzt leckt er mal hier an den Tankstellen. Oh ja, schön Giftgrün. Geil. Ja, das... das gefällt mir. Ja, man, schön berlinerisch, da sagt man nicht das, sondern das gefällt mir. Also das gefällt mir, das gefällt mir. So, ich ziehe euch mal hier mit meinem Alpha Aston Martin hier mal ab. Aber alle? Oh, scheiße. Oh, da wäre auch wieder eine Tankstelle. Aber die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und am Ende werde ich schon mal ein bisschen spoilern, werde ich eh nur noch mit einem Lamborghini fahren. Weil das ist denn der... Ich sage nicht, welcher Lamborghini das ist. Und weil der einfach der beste ist. Der ist aber nur in der Limited Edition vorhanden. Es gibt ja auch noch die normale Edition, die es aber hier in Deutschland eigentlich nicht gibt. Das wäre dann Payday. Und... ja, die Limited Edition hat eben die extra Autos und so weiter.
Ja, das war mal extrem knapp, aber wir haben es trotzdem gebacken bekommen. Ja, jetzt